So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also ich glaube, Äste haben wir jetzt im Endeffekt auch genug. Daher werde ich jetzt auch erstmal lassen, diese auszugraben. Und gehe einfach mal auf die Suche nach mehr interessanten Sachen. Ach, Alter. Jedes Mal, ne? Jedes Mal erschrecken die mich. Die haben es echt drauf. Die haben es echt drauf, muss ich zugeben. So, wir gehen einfach mal geradeaus weiter runter momentan. Wo es hier nichts Interessantes großartig gibt. Also ein bisschen Flint, was hier rumliegt. Und hier. Allerdings hätte ich dann doch mehr Steinquellen, wo ich Gold rausholen könnte unter Umständen. Warte mal, was essen. Einfach mal so zwischendurch was zum Essen einwerfen. Why not? Karotten kriegen wir auf jeden Fall gut. Die Frage ist, was ich mich jetzt gerade frage, jetzt habe ich keine Karotten mehr. Zumindest keine gekochten mehr. Ob wir daraus auch irgendwie eine allgemeine Mahlzeit machen könnten. Wenn wir zum Beispiel Karotten und Dings kombinieren. Na, ja, sieh mal einer an. Hat sich doch noch gelohnt, hier lang zu laufen. Wir haben nämlich noch einen Bärenbusch gefunden. Aus den gepflückten Bären machen wir dann nachher natürlich wieder unser allheiß geliebtes Essen. Hier sind Hasen ohne Ende. Ja, die Gegend um Anlage selbst habe ich jetzt eigentlich so weit durchsucht. Kann ich dich angreifen? Er ist in der Sackgasse. Konnte ich. Der gibt mir eine Keule. Scheiß jetzt darauf. Ja, wir haben unseren ersten Gegner getötet. Und haben dafür Essen bekommen. Gut, was heißt Gegner? Ich weiß gar nicht, ob der sich überhaupt gewehrt hat. Weiß aber auch recht leicht. Ich guck mal, ob das auch mit Hasen geht. Also wenn wir sie in eine Ecke treiben und nicht in so ein scheiß Loch rein. Schau mal, wenn wir die doch jetzt... Wir können die doch jetzt ausgraben, oder? So, Moment. Nochmal zur Axt zurück. Ich will die jetzt mal in so eine Ecke treiben, wie den... wie das Vieh jetzt vorhin. Und dann jetzt... Zack. Geht also auch. Also man muss nicht mal Fallen aufstellen, wenn man die Viecher haben will. Man muss sie nur in die Enge treiben. Hier rennen sie natürlich immer in ihr beschissenes Loch rein. Wird also recht schwer, sie hier zu finishen. Außer man gräbt sie halt wirklich hier, wie ich es vorhin schon gemacht habe, so aus. So aus, sagte ich. Wechsel zurück auf Axt. Am besten auf die kaputte. Lockt sie wieder in die Ecke. Und zack, mit der Axt in den Rücken. Sieht doch nur 1% der HP der Axt ab. Ist gar nicht mal so viel. Allerdings wird unser Hunger gerade viel. Wir essen mal gekochten Hasen. Boah, das ist immer lecker. Oh. Na, sieh mal an. Wir haben Besuch bekommen hier. So. Nicht eat. Nicht drop. Bait. So, dann gehen wir hier so einen großen Bogen. Na, brauche ich nicht. So, dann gehen wir hier so einen großen Bogen drumherum. Und nehmen wir die Falle auch nochmal mit. Stelle die natürlich auch wieder hin. Gehe jetzt mal einen Schritt weiter weg, damit das einfach ist mit dem Baiten. Zack. Nächster Hase, bitte. Ich hole mir jetzt den da oben. Und stelle die Falle mal hier neben hin. Dann können die Hasen sich aussuchen, wo sie reingehen wollen. Bait. Na komm. Geh rein. Na hopp. Du willst es doch auch. Danke. Und es ist wieder Dämmerung. So, die Hasen verpissen sich. Verständlich meines Erachtens nach. Wir haben leider immer noch nichts großartig Interessantes bekommen. Sammeln jetzt mal ein, was... Ups, das waren die. Die wollte ich natürlich nicht. Also eigentlich nicht. So, was wir jetzt mal kurz machen können, sehe ich gerade, ist Schaufel. Und wir machen den da mal weg. Ist ja dumm da. Genauso wie dich. So, komm her. So, nee. Wir nehmen jetzt mal alles mit, was wir können. Einfach nur, weil ich es übereinander stacken will. Nee, Moment. Da will ich dann doch schon das Holz haben. So. Wir werden jetzt erstmal das Lagerfeuer wieder anmachen. Einmal, zweimal rein.
kochen wir erstmal den. So, kochen wir jetzt das Hasenfleisch. Lololo. Also so schnell sollten wir an sich nicht verhungern. Haben recht gut Essen dabei. So, kochen jetzt noch die Beeren. Werden uns hier drüber, hier jetzt, eine Bärenplantage anpflanzen. Bevor du mir hier den Abflieger machst, kriegst du noch ein bisschen Nachschub und Äxte brauchen wir auch nicht. Äste. So, und hier unten werden wir uns so eine Astplantage ansammeln. Anpflanzen. Gut, im Grunde genommen kann es jetzt wieder Tag werden. Ich meine, ich könnte hier noch Essen und so alles reinpacken, aber ich weiß nicht, ob das so einen großen Sinn macht. Die Kombination der Items macht anscheinend auch keinen großen Sinn. Wir haben an sich immer noch alles gut dabei. Also das Inventory kann so stehen bleiben, obwohl Flint brauche ich jetzt nicht unbedingt mitzunehmen. Können wir hier also auch hinlegen. Ich weiß gar nicht, ob das Feuer reicht oder nicht. Ja, ich finde es recht schade, dass wir gerade kein Gold finden, wodurch wir unter Umständen Sachen erforschen könnten. Wazor. Tja, auch eigentlich recht sinnlos, oder? Nur um den Bart abzurasieren. Können wir eigentlich... meine Soundeinstellungen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir Main-Menü klicken. Ob wir dann hier wieder weitermachen können oder ob ich wirklich sterben muss. Denn das Sterben möchte ich dann jetzt doch erstmal recht stark verhindern. Wow, wie lange er daran frisst im Endeffekt. Aber wie wenig es gibt. So, ist mal gut was gefressen wieder. Wir rüsten mal kurz um. Weil sonst will immer alles automatisch ausgraben, das ist auch blöd. Ja komm, wird doch wieder Tag. Mach Tag, komm. Sei so lieb. Sei so lieb und mach es hell. Yay, wir können scrollen. Wohl trotzdem der Wazor, oder? Ne, Fishing Boat gibt es noch. Na, sieh mal an. Können wir hier sonst irgendwo scrollen? Jetzt kommen wir auf jeden Fall mal speichern. Sieht zumindest nicht so aus. Also ich denke mal, die Leiste rechts wird auf jeden Fall auf Dauer auch noch etwas voller. Wo können wir jetzt überhaupt hin? Gehen wir mal einfach strikt rechts lang. Gucken, ob da auch noch was ist. Interessant ist irgendwie in irgendeiner Hinsicht. Na, sieht mal an. Sieht mal an, da wächst uns langsam der Bart. Hupsala. So. Na, sieht mal an. Aber doch noch mehr dieser Büsche. Guru! Willst du Ärger haben, oder wie? Aber warum bist du gerade auf mich zugerannt, hä? Oh, Small oder was? Ich kann Fleisch gebrauchen. Komm nur her, du Fickvieh. So. Wir rüsten wieder um zur Axt. Und finden da oben noch so einen Bärenbusch. Die sammeln wir jetzt erstmal, weil, Nahrung ist Nahrung, ne? Ach, seht mal an, da sind die ganzen Bärenbüsche, die wir letztens hatten. Ich weiß gar nicht, ob da Bären nachwachsen, weil hier sind sie jetzt nicht nachgewachsen. Oder ob ich zum Beispiel erst Mist für die brauche. Das könnte natürlich auch sein. Hier haben wir so ein Spinnennest. Ich kann ja mal zeigen, was passiert, wenn wir draufhauen. Es erwachen Spinnen zum Leben, die uns natürlich nicht gut gesonnen sind. Also die dürften eigentlich irgendwann auch die Verfolgung aufgeben, genau. Und gehen einfach zurück zum Nest. Ja, ich bitte dich, nimm die Karotte auf. Danke. Die mögen es natürlich gar nicht, dass wir ihr Zuhause angreifen. Irgendwie verständlich, aber irgendwie auch leider nervig. So. Karotten nehmen wir natürlich mit. Jo. Panisch schreiende Viecher ist das mal nicht. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich das angreife. Ich glaube, da kommt Biel raus. Aua. Ja, ich dachte mir. Geht weg. Geht weg, böse. Ganz böse. Weg. Oh. Ach so, die Blume. Wuhu! Bitches! Hilfe, Bienen!
Blume, Blume, Biene, Blume. Und der gelbe Blumen. Okay, du kriegst aufs Maul. Yeah, Bitch. Gelbe Blume, komm, nimm die Blume, da geht weg, Bienen. Nein, 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 aua, aua. Nicht wehtun, nicht wehtun. Geht weg. Okay. Oh Gott. Nicht gut. Hunger und Leben so gut wie im Arsch. Ich sollte mich nicht gegen Bienen anlegen. Wow, 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 wow. So, Moment, was brauche ich denn dafür? Gräser und Dings. Okay, Moment. Ich versuch's jetzt mal mit einer Fackel gegen die. Haben wir ja gleich zusammen das Material. Fackel hat nämlich den Vorteil, es zündet diese Viecher auch noch an. So, noch ein bisschen was zu essen. Dann gucken wir mal, wo die Viecher sind. So. Oder auch nicht. Ah, wir haben es überlebt. Dann legen wir mal kurz die Fackel ab. Dann haben wir jetzt eigentlich doch alles getötet. Gucken wir mal, ob wir das kaputt machen können. Ja. Brenne ich gerade? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall brennt das. Na, wie lange brennst du? Na, es wird langsam wieder dunkel, ich weiß. HP müssen wir unbedingt regenerieren. Ich weiß aber nicht genau wie. Ja, super, verbrennt einfach komplett. Also einfach futsch. Super! Genau wie ich es wollte. So war es geplant natürlich. Ja. Dämmerung is coming. We are going. Back zum Lager. Ich finde viel zu viel Flint. Also Essen habe ich auf jeden Fall genug. Allein an Karotten, die könnte ich hier auch noch kochen. Habe ich noch Äxte? Die dauern jetzt nicht lange und ja, gut. Ich habe jetzt keinen Bock, den da hinterm Baum zu suchen. Asozialer Drop, dieser Scheiße da. Oh. Na, nimm mit. Nimm mit. Brauchen HP. Dringend. Laufe ich denn noch richtig? Ich drücke immer auf M. Für Map. Ich hoffe mal, ich laufe richtig. Auf jeden Fall war jetzt gerade wieder speichern. Beim Speichern hängt das Bild immer einmal kurz. Das tut mir sorry. Hallo Vogelmann. Vogelmann! Wir scheinen richtig zu sein. Ihr asozialen Drecksviecher. Da fressen die einfach die Karotten da weg. Ihr kleinen asozialen Drecksviecher, das merke ich mir. Wartet's ab. So, Holz haben wir hier auf jeden Fall genug. Hier ist noch ein voll ausgewachsener Baum, den können wir auch mitnehmen. Dum, 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 dum. So, dann nehmen wir den da auch noch mit. So. Da wachsen sie gerade wieder. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal wieder genug Material zum Verbrennen. Ich denke mal, das reicht für die Nacht. So. Die Gräser will ich ja eigentlich gar nicht mal so nah am Feuer haben. Ja, genau, Hase. Riecht ein Raster. So, hier unten ist es eigentlich perfekt. Hier so. Da pflanze ich dann die anderen auch noch hin. Oben sind die restlichen Gräser, stecke ich die zusammen und lege sie dahin. Was mir nicht gefällt momentan, ist eigentlich meine HP. Denn zum Futtern haben wir eigentlich noch genug, auch wenn gerade da so Hunger angezeigt wird. Das ist weniger das Problem. Denn wir können immer noch so machen. Wir können auch die Karotten noch kochen. Tun wir es aber erstmal nicht. Fallen. Birdweb. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie was reinwerfen soll.